Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und worum wird es heute gehen? Heute, wie du siehst, habe ich einmal von Tech hier den Smog als auch die Hose an. Das Ganze in Schneetarn. Und wenn dich dazu mein Erfahrungsbericht interessiert, dann bist du hier genau richtig. Ja, also nochmal ein ganz recht herzliches Willkommen hier bei diesem Video. Und warum gibt es dieses Video? Dieses Video gibt es erstens, weil es ein Teil einer Serie ist. Ich werde also dieses hier vorstellen im Schneetarn und dann werde ich nochmal MiG 4 von Carinthia in Alpine, Multicam Alpine vorstellen. Ich werde dir sagen, wann ich wo welches dieser Dinge trage, für welche, sagen wir mal, klimatischen oder Umgebungsvariablen ich mich für was entscheide, wo die Vor- und Nachteile, Unterschiede sind und, und. Und ich beginne hier mit diesem Smog von Tech hier. Und da werde ich dir einmal eben die Jacke als auch die Hose vorstellen. So, ich habe nämlich mal geschaut, zu der Jacke, da gibt es was in dem normalen Grün, Olivgrün. Da gibt es zum Beispiel ein Video von Epic. Die haben dann ganz viele Smogs da verglichen und da ist unter anderem auch der von Tech hier dabei. Der bekommt dann ein paar Minuten. Aber ich habe nichts gefunden, was das Ganze eben in Schneetarn zeigt, was dann auch die Hose inkludiert. Und vor allen Dingen, ich werde wahrscheinlich dann das eine oder andere noch als B-Roll einfügen, sodass du einfach mal siehst, wie sich das im Gelände dann verhält, also in den jetzigen Witterungsbedingungen. Und dementsprechend, ja, hast du dann, glaube ich, ein relativ gutes Bild darüber, was das Ganze hier ist. So, und jetzt wollen wir dann auch langsam anfangen. Ich werde also erst ein bisschen über den Smog erzählen und dann im weiteren Teil etwas zu der Hose. Also, der Smog an sich, also wie ein normaler Smog eben auch, hat er jede Menge Taschen. Ich werde jetzt nur ganz grob drauf eingehen. Wir haben also hier vorne eine Tasche, die mit zwei Knöpfen zu ist, die relativ groß ist. Man hat hier nochmal eine darunterliegende Tasche, die, sagen wir mal, mit einem Reißverschluss zugemacht werden kann. Das Ganze ist symmetrisch, also auf beiden Seiten. Auch hier wieder. Ich habe hier weiter unten dann eine Tasche, da passen relativ gut Kartenmaterialien und Ähnliches rein. Und ich habe hier eine, die ist eher so für Flaschen oder längliche Gegenstände, auch mit diesen Knöpfen. Dann habe ich hier einen Reißverschluss, so wie man den sieht. Hier habe ich noch mal eine ganz normale Tasche. So. Das Ganze auf der anderen Seite genauso. Kartentasche, Tasche für die Hand. Und hier was Längliches. Was ich meistens drin habe, ist Navigationsmaterial. Hier ist irgendwie, was weiß ich, Kleinkram. Hier ist meinetwegen Mütze, Kram, Krempel drin, eine Wasserflasche. Und dann kommen wir hier zum hinteren Teil. Ich drehe mich mal um. Ich habe hier einmal mit Reißverschluss sozusagen das Ganze, kann ich hier rein. Da ist noch ein Reißverschluss. Na, wo ist er jetzt? Hier ist er. So, da kann ich dann hier reingreifen. Und ich habe dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze hier von der Seite aufzumachen. Ich hoffe, das sieht man auch alles hier und kann dann hier eben auch eingreifen. Ich habe da im Moment nur einen Pullover drin, falls ich gleich ein wenig noch rumsitze und eine Pause mache und dann ist gut. So, das sind erstmal die Taschen von den Taschen außen. Ne?
Dann, wir haben hier diese Klappe, sehr schön. Hier ist nochmal Klett, falls jemand irgendwas dran machen möchte. Wir haben hier an den Armen die Möglichkeit, das eng zuzumachen. Und wir haben es relativ lange überstehen. Das ist sehr schön. An den Armen habe ich, wie gesagt, auch symmetrisch Taschen. Und ich habe hier eine Klettfläche. Da habe ich im Moment eben den Blindläufer drauf. Das Ganze habe ich hier an der Seite auch, natürlich hier auch zuzumachen. Okay, ich habe hier den Kragen, den kann ich hier hinten noch enger machen, wenn man das sieht. Und vor allen Dingen, ich habe eine Kapuze. Diese Kapuze ist sehr tief formbar und passt natürlich über den Helm, falls man sowas hat, und auf jeden Fall über die Mütze. Man kann das Ganze auch hier abmachen. Hier ist ein Reißverschluss und dementsprechend kann man auch diese Kapuze, wenn man sie nicht braucht, einfach ja, dann einstecken. Gut, dann haben wir hier noch an der Seite einen Durchgriff. Hier komme ich sozusagen an die Innenseite beidseitig rein. Auch sehr praktisch und einen sehr schönen YKK-Reißverschluss. Ich mache das jetzt am Mikro mal nicht so, weil sonst ist es wahrscheinlich viel zu laut. So. Das Ganze kann man auch noch zumachen mit den Knöpfen. Hier habe ich auch noch jede Menge Knöpfe. Hier auch. Hier habe ich noch Klett, um das dann auch nochmal zuzumachen. Kommen wir zu der Innenseite. Ich habe hier mit so einem Mesh eben auch nochmal eine Tasche. Hier mache ich zum Beispiel alles rein, was eben körperwarm bleiben soll. Das können jetzt, was weiß ich, Flüssigkeiten, Elektronik, was auch immer sein. Und hier auf der anderen Seite habe ich das genauso. Was ich hier hinten habe, jetzt habe ich das Mikro stört nicht. Was ich hier hinten habe, ist nochmal über die gesamte Seite hinten so ein Mesh. Da kann ich zum Beispiel ein T-Shirt zum Trocknen reinlegen, wenn ich nass gelaufen bin. Ich wechsle das T-Shirt hinten rein, damit es da nach und nach etwas trocknet. So, was ich noch habe, ist natürlich, ich kann es an der Hüfte enger machen. Das habe ich noch. Unten kann ich das Ganze dann auch nochmal zuziehen. Also von dem her ist es mehr oder weniger so, wie man sich einen Smog vorstellt. Und im Vergleich zu anderen Smogs sind es sehr, sehr viele schöne Taschen. So, das Ganze ist, ich ziehe es gleich mal aus, da kann ich es nochmal sehen. Das ist die Kommando Spezialkräfte Jacke für Version 2 von Tekkia. Und ja, was hier bei dieser Jacke ist, die ist, sagen wir mal, aus so einem Nylon-Mischgewebe mit Ripstop. Das ist relativ robust. Ich habe ja hier auch die Fächer, in denen ich noch Polster reinmachen kann. Es sind zwar leichte Polster drin, mir reichen die. Wer hier härteres braucht, kann natürlich da was reintun. So. Was habe ich jetzt noch nicht erwähnt? Ja, genau, hier gibt es ewig lang die hier zum Auf- und Zumachen. Das Schöne ist, sie funktionieren auch wirklich einfach, wie man sieht. Also wirklich einfach runter, einfach hoch. Dementsprechend hat man da nicht dieses Rumgefummel. Und diese Zipper, die haben hier sehr, sehr lange Teile noch dran, sodass man auch wirklich das bequem mit Handschuhen machen kann. Wenn es ein bisschen kühler ist, dann kann man das machen. So, das ist das. Das Ding ist natürlich nicht wasserdicht. Es ist, sagen wir mal, windblockend, nicht winddicht. Aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Es ist ja eher dafür gedacht, dass man eine Tarnwirkung hat und dass man eben hier entsprechend Material mit sich rumtragen kann. Funktionalität eines Smogs. Also, wie trage ich dieses Oberteil? Ich persönlich jetzt, kann man als Anregung benutzen. Ich habe hier im Moment eben so ein Merino-Layer drunter. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Wärme habe, ziehe ich hier meinen Wärmeschutz drunter. Wenn ich wasserdicht haben will oder einen Nässeschutz haben will, dann ziehe ich den drunter. Erstens, der Nässeschutz ist dann nicht mehr so laut. Das ist ganz schön, wenn man ein bisschen unentdeckter bleiben möchte. Und zweitens, ich habe trotzdem die Tarnwirkung. Ich habe trotzdem eben ganz normal alles draußen verfügbar, so wie man eigentlich einen Smog dann auch tragen möchte. Also hier zieht man nichts rüber. Man sieht hier, der ist sehr groß. Das heißt, ich habe jetzt hier ganz normal L genommen, so wie ich normalerweise auch L trage. Und hier ist wirklich massiv Platz drunter. Und das ist natürlich schön. Ich kann hier Zeug drunter ziehen ohne Ende. Das ist der Smog. Das Ganze ist im dänischen Tarn. M84 ist es, glaube ich, Schneekamo. Und ja, ich werde hin und wieder nochmal so zeigen, wie man das macht. Hier ist sehr viel Grünanteil drin. Dementsprechend, dieser Smog eignet sich eher für die Zeit, wenn hier jetzt sehr wenig Schnee liegt und wenn eben noch sehr viel Grünanteil ist. Also auf einer ganz großen Schneefläche ist es natürlich nicht so optimal. Das sind aber jetzt Tarngedanken oder wenn man das braucht. Ich ziehe den ganz gerne an. Wie gesagt, wenn es so Anfang des Winters ist mit wenig Schnee,
Ende des Winters, wie jetzt zum Beispiel hier im Januar, wenn eben nur noch sehr wenig Schnee ist, sehr viel Grün draußen ist, und dann verschmilzt es doch sehr gut und die Tarnwirkung ist wirklich sehr schön und vor allen Dingen wesentlich besser als von der MiG 4 das Multicam Alpine. Das sticht dann schon wieder hervor, weil es eben zu große weiße Flecken sind mit grauen Schwarzanteilen. Und dementsprechend ist das sehr schön. Dazu gibt es ja auch noch ein Tarp. Da mache ich nochmal ein extra Video zu, was auch in diesem Schneetarn ist. Und wir werden uns jetzt gleich die Hose dazu angucken. Also das, was du eigentlich in den meisten Videos eben nicht siehst, weil die meisten haben nur den Smog. Aber irgendwie die Hose, das scheint nicht so, ja, oft dokumentiert zu sein auf YouTube. So. Ich habe jetzt mal den Smog ausgezogen, sodass man dann auch die Hose in allen Teilen sieht. Ich werde jetzt ein bisschen natürlich mit der Kamera runtergehen. Dementsprechend nicht verwundert sein, wenn man mich nur zur Hälfte sieht. Aber so kannst du eben die Hose besser anschauen. Also, von der Hose her an sich habe ich das so, dass man hier, sagen wir mal ganz normal, einen Reißverschluss hat. Zum Glück mit einer sehr langen Lasche, sodass man das auch wirklich mit Handschuhen benutzen kann. Man hat hier wieder einen Knopf, um das Ganze zuzumachen. Ich selber trage hier einen Klettgürtel dazu, weil ich da eben hier vorne keine Schnalle und so haben möchte. Ich missbrauche diese Teile sowieso, um 1000 Sachen dran zu hängen. Aber was ja schön ist, fangen wir hier oben mal an. Ich habe hier zum Beispiel auch solche Ringe und da kann ich eben auch Sachen einhängen. Das habe ich auch wieder symmetrisch auf beiden Seiten. Hervorragend. Die Taschen hier sind sehr tief. Das heißt, da kann man schon mal jede Menge Plunder reinmachen. Und ich habe hier, wie gesagt, eine lange Tasche auch wieder mit diesen großen Knöpfen. Das habe ich auf beiden Seiten, hier und hier. Und hier habe ich noch eine Tasche hier hinten. Ich selber nutze die eigentlich nie, weil ich es unbequem finde, wenn hier Material drin ist. So, jetzt sieht man hier zum Beispiel schon etwas, was sicherlich verwirrend ist auf den ersten Blick, auch hier. Man kann hier das sozusagen enger stellen, wenn man möchte, also ans Bein ran. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie eine Verwendung für gibt, das erschließt sich mir gerade nicht. Aber wenn man möchte, kann man das, sagen wir mal, hier abtrennen, wenn es stört. Und hier hinten dann genauso. Hier, ne? Wenn man möchte. Ich habe es rangelassen, mich stört soweit nicht. Dann hat man hier Polster, die kann man hier einfügen. Und jetzt werde ich gleich nochmal auf die Stiefel runter gehen, weil da hat man nämlich einiges, was ganz nett ist. So, kommen wir also zum unteren Teil. Man kann es hier nicht aufsippen. Da gibt es hier nichts. Ist aber auch okay, meines Erachtens. Wie gesagt, hier habe ich den Klett, damit ich eben da was einschieben kann. Hier ist schon per se was drin. Man kann natürlich auch irgendwas Wasserabweisendes hier noch reinmachen, damit man, wenn sich hinkniet, das nicht hat. Und kommen wir jetzt mal zu dem Teil hier. Ja, da sieht man, hat man einmal hier so eine Schürze, da ist so ein bisschen Luft drin. Das heißt, man kann es über irgendetwas, was man über den Stiefel ziehen würde, zum Beispiel drüber machen. Wenn man jetzt hier noch Nässeschutzstiefel hat, kann man das wiederum oben drüber machen. Und auf der anderen Seite hat man hier eben unten so ein Gummiband, was man fixieren kann, was wirklich sehr weit runter geht. Ja, so, also hier könnte man noch, wie gesagt, irgendwie Nässeschutzstiefel dann hier drunter machen, wenn man den hier drüber tragen würde. Ich selber brauche es so nicht. Ich habe das meistens nur runter und das ziehe ich halt sehr tief über den Stiefel, so dass ich an der Stelle A, den Schuh so ein bisschen vom Schnee geschützt habe, es kommt nichts rein, und zweitens ist er auch ein bisschen besser dann abgetan für die, die noch ein bisschen unsichtbarer werden wollen. So, jetzt kommen wir gleich dazu, welcher Kombination, wann und wie ich das empfehlen würde, wenn es um das Tragen dieser Sachen geht. Kommen wir nun zu so einer Art Mini-Fazit und auch so Best Practices, die sich für mich bewährt haben. Wie trage ich das Ding? Also, es ist ja nicht, es ist kein Nässeschutz und dementsprechend ist es natürlich nicht geeignet, wenn es regnet, wenn man so trägt, und vor allen Dingen, es ist relativ dünner Stoff. Das heißt, er ist keine Isolationsleistung. Im Vergleich zur MiG 4, die hat ja wirklich eine Wärmeleistung, hat das Ding natürlich nichts dabei. Aber ich selber trage da zum Beispiel, wenn ich jetzt bei diesem Wetter unterwegs bin, heute sind es bis zu minus 5 Grad, es ist Sonne da teilweise und ich bewege mich gerade sehr viel. Also dementsprechend trage ich jetzt hier wirklich nur so einen ganz dünnen Merino-Layer drunter und mir reicht das. Der Windstoppschutz oder das windstoppende Element hier ist für mich hinreichend gegen leichten bis mittleren Wind, gegen starken Wind natürlich nicht, da spürt man das. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe hinten noch ein
400er sogar Merino dabei, also ein ganz dickes Ding. Das zieht runter, das drüber und dann ist auch mit starkem Wind hier relativ wenig zu haben. Das heißt, für mich reicht es dann als Wärmeleistung aus. Man kann es natürlich auch, sagen wir mal, im dünneren Merino und dann einfach einen Windschutz mit reinnehmen. So, dann hat man das. Wer eben noch einen Nässeschutz drunter zieht, der kann dann sich auch, sagen wir mal, bei nass-matschigem Wetter damit bewegen. Aber so ein Schneetarn ist ja eigentlich für Schneeumfeld, dementsprechend unter 0 Grad. Es ist nicht wirklich Schnee zu erwarten, also Regen zu erwarten, so rum. Es ist nicht wirklich Regen zu erwarten. Also von dem her ist es meistens nicht notwendig. Also für mich hat sich die Situation noch nicht wirklich ergeben an der Stelle. So, das ist das eine. Das andere ist, der Vorteil hiervon ist, es ist sehr gut von der, sagen wir mal, Tarnleistung, dann, wenn man schon sehr viel Grün hat, sehr wenig Schnee hat, im Vergleich zum MIG 4, da komme ich dann später drüber, in einem anderen Video nochmal drauf zurück. Und dementsprechend ist es natürlich hier wesentlich angepasster. Man kann ganz anders mit der Umgebung verschmelzen. Und wer da Ambitionen hat, ein wenig unsichtbar zu sein, dem kann ich das auch nur wärmstens ans Herz legen. Der Tarn an sich, entweder gefällt dir oder gefällt dir nicht. Mir persönlich gefällt der halt ganz gut. Und man kann eben auch komplett Ober- und Unterteil haben. Es ist günstiger als das MIG 4 Zeugs. Es ist aber nicht günstig per se. Ja, also man zahlt schon über 100 für die Hose, über 100 für den Smog. Dementsprechend ist das natürlich schon Geld, was man da in die Hand nimmt. Aber man kann es eben in Kombination mit schon bestehenden Sachen tragen. Und das macht es dann in der Gesamtanschaffung für den Winter wahrscheinlich wieder erträglicher, wenn nicht sogar günstiger als eben andere voll wärmeleistungsoptimierte oder mit Wärmeleistung versehene Elemente. Die Hose an sich finde ich auch sehr gut. Ich trage sie allerdings hier mit dem, diesen Long Johns von der Bundeswehr, also diese dünnen Merino-Layer, entweder ein oder zwei. Wenn man zwei übereinander da drüber zieht, die kann man teilweise gebraucht schon echt für, weiß nicht, 10 Euro oder so schießen. Dann hat man eine wirklich gute Kombination. Man hat eben Merino-Layer, der dick ist. Man hat eben Wind und Schneeschutz oben drüber. Damit bewege ich mich also locker bis Temperaturen, ich persönlich jetzt, minus 10 Grad. Ungefähr, es kommt so darauf an, ob es trockene oder nasse Kälte ist, aber letztendlich minus 10 Grad kann man da schon ganz gut machen, plus minus halt auch Wind. So, das ist ja dann immer noch so ein Fall. Dementsprechend für mich ist es, sagen wir mal, für den Anfang des Winters und das Ende des Winters eine sehr gelungene Kombination. Und ja, dementsprechend ist es, sagen wir mal, jetzt in dieser Jahreszeit so mein Favorit. Wenn du hierzu Fragen hast, dann runter in die Kommentare, dann kann ich dir das noch beantworten. Wenn du mehr über die technischen Spezifikationen wissen willst, wie jetzt genau das Nylon, was auch immer, Gemisch von diesem Stoff und sonst was ist, gibt es natürlich auf der Homepage von TechGear. Da gibt es, wie gesagt, noch so ein Review über den Smog im Vergleich zu anderen Smogs, nicht in dieser Farbe, sondern nur in Oliv, bei Epic. Muss man sehen, wenn ich dran denke, setze ich den Link unten zu diesem Video auch noch in die Beschreibung. Ansonsten fragt mich, dann kann ich dir noch mal einen Kommentar reinsetzen. Das sollte dann funktionieren. So, also von dem her, sehr schön für Gebietsexploration. Viele Taschen, Material rein, kein Rucksack und ab die Post. Also von dem her, ja. Gut, ich hoffe, ich konnte damit die meisten Fragen beantworten. Wenn weitere Fragen sind, wie gesagt, runter in die Kommentare. Und wenn du dann vielleicht noch mal andere Informationen, also im Gelände zum Beispiel verschiedene Ansichten oder Vergleiche noch mal nebeneinander haben willst, dann schreib es mir doch bitte in die Kommentare. Dann kann ich da sicherlich noch mal ein weiteres Video zu machen. Gut, nee, jetzt will ich es auch nicht ewig in die Länge ziehen. Du hast gesehen, was das Mock hat, was das Mock kann, wie er aussieht. Und ja, vielleicht freust du dich dann irgendwann über ein eigenes Teil davon. Ansonsten, ich werde jetzt noch ein bisschen wandern gehen. Ich bin nämlich auf der Suche nach neuen Gebieten für neue Videoaufnahmen und für andere Freizeitaktivitäten, die man so mit Schlafsack und Isomatte machen kann. Und dementsprechend bin ich heute nur mit sehr leichtem Gepäck unterwegs, damit ich möglichst viel Strecke mache. Also ich werde den Tag noch genießen. Ich hoffe, du genießt den Tag auch. Bleib gesund. Wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Dann vergisst du oder verpasst du nämlich auch nicht das nächste Video. Also bis dahin, viel Spaß. Wir sehen uns.